Oh, schön, dass ihr alle hier seid. Genau, also ich bin Paul, wie schon angekündigt, ich bin Profi-Nerd, ich bin auch Grafikdesigner. Jetzt nicht in so einer super fetzigen Werbeagentur, die überwiegend für Nike oder Apple Werbespots macht, sondern total krass. Ich arbeite überwiegend in Microsoft PowerPoint und mache PowerPoint-Präsentationen. Und das klingt jetzt erstmal wie die Todesstrafe für jeden Designer. Ist es aber nicht. Ist eigentlich ziemlich geil, wenn man sich da richtig reinnerden kann, ja? Deswegen, wenn ich jetzt total ohnmächtig von der Bühne kippe oder mich hier total verhasple, ihr werdet hoffentlich noch ein paar nette Folien gesehen haben. Also so viel schon mal vorab. Und wie gesagt, mein Thema ist Embrace Your Nerdiness. Das liegt mir wirklich sehr am Herzen, weil ich nicht nur selber Nerd bin, sondern weil ich es auch wirklich ganz wichtig finde, dass wenn Leute wirklich ihren inneren Nerd rauslassen, weil jeder hat das Potenzial dazu, dann können wir wirklich was ganz, ganz Großes erreichen. So. Wenn ihr aber unter Nerd was Negatives denkt, ist es nicht weiter verwunderlich. Wir gehen jetzt mal ins Jahr 2009 zurück. Und bis ins Jahr 2009 wurde das englische Wort Nerd niemals übersetzt in Deutschland. Bis dahin wurde wirklich, umgekehrt, es wurde immer übersetzt ins Deutsche, so rum, ja. Und erst seit Big Bang Theory wurde auch Nerd einfach mal Nerd gelassen und die englische Version wurde benutzt. Und in Serien wie Scrubs zum Beispiel wurde Nerd ganz einfach übersetzt. Zum Beispiel hier ist der JD aus Scrubs. Und wie wurde Nerd übersetzt? Loser, Arschloch, Trottel, blablabla. Ja? Oder das allerhärteste Wort, wirklich jeder unter 18 sollte mal kurz weghören. Haldorian. Ganz, ganz schlimm, ja? Ja. So. Aber nochmal einen ganz, ganz kurzen Exkurs. Falls ihr nämlich schon mal das Wort Geek gehört habt, da gibt es nämlich eine ganz, ganz große Gemeinschaftkeit. Beide teilen sich wirklich eine sehr große Leidenschaft für ein Hobby. Das kann jetzt zum Beispiel Briefmarken sammeln sein, das kann auch eine Serie sein und so weiter und so fort. Aber was ein Geek ist, der ist mehr so ein bisschen self-aware, der nimmt seinen Humor, also der nimmt wirklich sein Hobby mit sehr, sehr großem Humor hin, ist ein bisschen lockerer, ein bisschen entspannter, während der Nerd wirklich richtig, richtig tief drin ist. Ja? Wenn man es visuell zeigen will, wäre es in etwa so: Ein Geek sammelt Actionfiguren. Und der Nerd wird so Actionfigur, Thema Cosplay zum Beispiel, ja? Oder vielleicht sogar noch einfacher, Vegetarier, Veganer? Glaube ich, ein bisschen schlüssiger, ja. Dankeschön, ja? So, für mich macht ein Nerd eigentlich drei Sachen aus. Erstmal, ich habe ein ganz besonderes Interesse in einem Themenfeld, ja? Zum Beispiel, wie gesagt, Briefmarken sammeln, was auch immer. Ich bin da wirklich richtig obsessiv drin und wenn ich einmal diese Begeisterung für das Thema habe, dann muss ich mich richtig reinbeißen und richtig, richtig reinnerden. Es gibt vor allem auch Programmierer-Nerds, ja. Das zweite ist Fandom. Zum Beispiel, ich bin Fan von Star Wars, von Game of Thrones, außer der letzten Staffel natürlich, ja. Oder ich bin generell Fantasy-Fan, was auch immer, ja. Und Humor. Humor ist auch ganz wichtig. Man muss nicht zwangsläufig lustig sein, aber man sieht die humorvolle Kommunikation als die effektivste Form an. Und deswegen sind auch bis heute noch viele Nerds oder Subkulturen gerade auf Discord unterwegs, auf Reddit oder auch 9gag, wo es am Anfang noch witzig war, war ein sehr gutes Beispiel dafür. Und um das mal ein bisschen besser so veranschaulichen, habe ich mal drei Nerds mitgebracht, ja? Und als allererstes schauen wir uns mal Bill Gates an. Und ich meine, die Enttäuschung muss jetzt groß sein, warum nicht Steve Jobs? Aber davon gab es schon irgendwie gefühlt 1 Million Präsentationen über ihn. Aber nein, es ist Bill Gates, ja? Weil Bill Gates, sagt ja jedem was, oder? Der war mal CEO von Microsoft, der wird gerade in rechten Kreisen total verhasst für sein Engagement bei Vakzinen. Was irgendwie total weird ist, weil er hat eigentlich auch Windows Vista gemacht und Internet Explorer und dafür wird er nicht angefeindet. Was auch immer, ja. Ja, aber was viele über Bill Gates nicht wissen ist, dass er wirklich ein richtiger Lesewurm ist. Der liest im Schnitt über 50 Bücher im Jahr und er kann sie wirklich nahezu auswendig danach. Also der liest wirklich unglaublich gerne. Und um das zu verstehen, muss man wissen, dass Bill Gates eigentlich Daten, Bücher, generell, wenn er ein Problem hast, das sieht er wie Code an. Jedes Mal, wenn er auf ein Problem stieß, hat er sich gedacht, okay, ich ziehe mich mal zurück, mache mal eine Thinking Week oder auch CPU-Time. Und dann analysierte er das Problem, indem er einfach extrem viel dazu las, Bücher, Paper und so weiter. Weil das alles für ihn wie Code ist und wenn es ein Problem gibt, muss es einen Bug geben und diesen Bug muss man fixen. Und
Diese Einstellung kam gerade nach Microsoft zugute, als er nämlich mit seiner Frau seine Stiftung gründete. Und jetzt sind wir wieder bei dem Vakzin, nämlich der Polio-Forschung. Und man muss erstmal verstehen, Anfang der 80er gab es noch über 400.000 Fälle Polio weltweit. Und innerhalb von wenigen Jahren bis ins Jahr 2016 waren es nur noch 49. Und auch Bill Gates hat dazu seinen Beitrag geleistet. Aber ganz wichtig, das war eine Arbeit von vielen. Da waren wirklich sehr, sehr, sehr viele Regierungen, NGOs, freiwillige Helfer dabei und auch viele Helfer, leider einige verloren sogar ihr Leben dabei für den Kampf an der Sache. Aber Bill Gates hat mit seiner Art und Weise, wie er da rangegangen ist, auch einen großen Beitrag geleistet. So, wie gesagt, die Poliovakzine, die Impfung, die gingen gut voran, aber es gab sozusagen ein gallisches Dorf, das nannte sich Nigeria, ja. Und in diesem gallischen Dorf, ja, da waren die Zahlen immer konstant. Die kamen immer, immer wieder hoch. Und egal, wie viel Geld sie reingeworfen haben, egal, wie viele neue Helfer gingen, es ging einfach nicht weiter. Und dann war es wieder mal CPU-Time für Bill Gates und er hat sich richtig reingenördet und er hat einfach festgestellt, super, okay, mit konventionellen Mitteln kommen wir nicht weiter, also studiere ich jetzt erstmal alle Landkarten, ich mache neue Landkarten mit Satellitenaufnahmen, ich schreibe Algorithmen, ich entwickle meine eigene Software, um zu verstehen, was dort eigentlich passiert. Und an diesen roten Punkten seht ihr dann, die Fälle von Polio tauchten immer dort auf, wo zum Beispiel zwei Impfhelfer unterwegs waren und die Grenze von denen war unklar. Und genau an dieser Kante tauchten immer neue Fälle auf. Und was er dann gemacht hat, ziemlich nerdig, der hat wieder eine eigene Software geschrieben, die vorausgesagt hat, wo der nächste Fall auftaucht. Und siehe da, innerhalb von einem Jahr sind die Fälle von 388 auf 21 gesunken. Und noch viel geiler, 2020 gab es im ganzen Kontinent Afrika nicht einen einzigen Poliofall mehr. So, und das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel, wenn man richtig obsessiv ist und sich in was reinnörden will, dass man auch einen Beitrag dazu leisten kann. Und jetzt kommt das ganz, ganz Typische, und wer auch immer Programmierer von euch ist, wird es verstehen, die Poliofallen sind um 99,99% im Vergleich zu 1981 gesunken. Aber das ist nicht 100% und jeder Programmierer versteht es. Und gefühlt ist das sogar schlimmer wie 90, 80 oder 70%, weil diese kleinen letzten Bugs, die treiben einen den Wahnsinn. Deswegen sitzt er immer noch dran und versucht auch noch die letzten Bugs zu entfixen. Genau, das war jetzt Bill Gates und jetzt gucken wir mal ganz woanders hin, nämlich nach Georgia in den Vereinigten Staaten. Georgia ist echt kein einfaches Land, kein einfacher Staat, wählte wirklich 2016 mehr als die Hälfte den Trump, aber nicht nur den Trump, sondern auch diese Frau hier, Marjorie Taylor Greene, die ist ein glühender Maskenfan, Trump-Fan, QAnon-Anhänger und sie ist auch bekennender Sci-Fi-Fan. Und das erkennt man daran, weil zum Beispiel die Waldbrände vor 2 Jahren in Kalifornien waren nicht wegen dem Klimawandel, der Klimakrise oder wegen Hitze schuld, sondern piu, 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 wegen einem jüdischen Space Laser. Und diese sympathische Frau sorgt zum Beispiel immer und immer wieder dafür, dass die Demokratie wirklich, dass die Menschen den Glauben an die Demokratie in den USA verlieren. Ganz, ganz krasses Gegenbeispiel: Stacey Abrams. Erste Senatsführerin der Demokraten im Bundesstaat Georgia, erste Frau, erste Afroamerikanerin. Hat wirklich kein leichtes Umfeld dort, könnte man sagen. Aber viel wichtiger ist, sie ist riesengroßer Star Trek-Fan. Nicht nur ein bisschen, sondern Alter, ich hätte Angst, mit ihr in ein Quiz-Duell anzutreten. So krass ist die unterwegs, ja. Und ich trage schon dieses T-Shirt hier, also. Jedenfalls, Stacey Abrams, riesengroßer Star Trek-Fan. Nicht nur, dass sie Fan ist, sie hat auch wirklich ihr ganzes Star Trek-Wissen in ihre Politik aufgenommen. Und die ganze Crew, mit der sie arbeitet, ist aufgebaut wie die Enterprise-Brücken-Crew. Und sie setzt auch die Werte der Föderation als ihre eigenen um, was das ganz wichtig ist. Und da gab es ein ganz, ganz wichtiges Erlebnis bei ihr. Nämlich 2016 trat sie bei den Gouverneurswahlen in Amerika an und die scheiterte krachend, ja. Und dann hat sie sich nochmal zurückgezogen, da gab es eine Reflexion und so weiter und da stellte sie einfach fest, sie hat eigentlich keine Chance. Also gegen das System hatte sie null Chancen, sie konnte nicht gewinnen, sei es, dass sie eine Demokratin ist, sei es, dass sie eine Frau ist oder sei es, dass sie schwarz ist, sie hatte einfach gar keine Chance, ja.
Und da hat sie sich in einer ganz tollen Star Trek-Folge zurückerinnert. Nämlich an Peak Performance von Star Trek The Next Generation. Das ist eine super Folge. Also ihr seht auf der linken Seite Lieutenant Commander Data. Und der hat wirklich in so einem schachähnlichen Spiel gegen einen Großmeister-Alien namens Strategema verloren. Und das war ein bisschen heftig, weil Data hat eigentlich 80 Billionen Rechenoperationen pro Sekunde. Eigentlich hätte er locker gewinnen müssen. Aber Data hat festgestellt, okay, es gibt jetzt kein Hardware-Upgrade. Ich kann jetzt einfach nichts mehr machen, um gegen ihn zu gewinnen. Ich bin jetzt am Ende gekommen. Und Data wusste einfach, er kann nicht gewinnen. Also muss er seine Strategie ändern. Ja, wenn ich schon nicht gewinnen kann, dann versuche ich einfach so lang wie möglich im Spiel zu bleiben. Und er hat einfach seine Strategie von Sieg auf, ja, auf das Infinite Game halt umgesetzt, dass er so lang wie möglich spielt. Und siehe da, beim nächsten Spiel hat es nach stundenlang der Alien-Großmeister einfach frustriert das Handtuch geworfen, ja, weil er einfach keinen Bock mehr hatte, stundenlang dasselbe Spiel zu spielen. Ja. Und Stacey Abrams hat sich gesagt, okay, ich kann nicht gewinnen, ich habe keine Chance. Ich könnte jetzt irgendwie noch 10-mal antreten, ich werde eh nicht gewinnen, also muss ich das System ändern. Ja. Im Englischen sagt man, change the rules of engagement. Im Deutschen heißt es ein bisschen so was wie, änder die Spielregeln oder die Konditionen, erst dann kannst du eine Veränderung herbeiführen. Und das hat sie auch gemacht. Das hat sie gemacht. Ein Jahr später gründete sie die Organisation Fair Fight, welche sich wirklich gegen die Wählerunterdrückung in Amerika einsetzt. Also man muss wissen, wenn ihr in Amerika die Wahlen seht, wenn sie immer stundenlang vor den Wahllokalen stehen, das ist meistens Georgia. Da gibt es eine riesengroße Wählerunterdrückung. Leute werden von den Wahlen weggehalten, gerade so in demokratisch geprägten Gebieten. Da ist es sogar verboten, Wasser zu reichen, wenn jemand stundenlang in der Sonne steht. Selbst das ist verboten. Ja? Und ihre Organisation hat jetzt erstmal dafür gesorgt, die Leute für die Wahlen zu begeistern. Die hat die bürokratischen Hürden abgenommen. Die hat den Leuten geholfen, dass sie sich registrieren können. Und viel, viel wichtiger, die hat den Leuten auch erklärt, dass Wahlen wichtig sind und was verändern können. Wirklich verändern können. Und nur 2 Jahre später bei den Präsidentschaftswahlen ging die Rechnung auch richtig auf, weil so ein Typ mit so einer schlechten Föhnfrisur hat verloren. Weil nach über 30 Jahren ist dann Georgia zum ersten Mal demokratisch geflippt. Die haben nicht mehr die Republikaner, wer mehrheitlich gewählt. Und viel wichtiger noch, die letzten 2 Senatssitze, ja, die dafür sorgten, dass die Demokraten auch die Mehrheit in beiden Kammern hatten, hatte Georgia denkbar knapp in einer Stichwahl gewonnen. Und das echt nur wegen ein paar hundert Stimmen, die wirklich mehr dazu kamen. Und man kann sich die Welt gar nicht ausmalen. Die Republikaner sind zum Beispiel mehrheitlich gegen eine Unterstützung der Ukraine. Was das bedeutet hätte für Europa, für Deutschland, für die ganze Welt mittlerweile, hätten sie da nicht diese Wahl gewonnen. So krass ist das, ja? So, Stacey Abrams war die erste Frau in Georgia, demokratische Minderheitsführerin. Und sie hatte wirklich gar keine Roadmap. Es gab keine Frau, es gab niemanden, der sie beraten konnte, es gab keine Vorbilder, es gab einfach keine Roadmap für eine Rolle, wie sie sie hatte. Und sie hat all diese Lücken einfach mit Star Trek gefüllt, ja? Sie hat einfach mit Star Trek gefüllt. Wer war dann ihr Vorbild, wenn es kein Vorbild gab? Captain Catherine Janeway, ja? Für die, die es nicht sagt, Captain Catherine Janeway, erste Frau an der Spitze eines Föderationsraumschiffs im Fernsehen und niemand strahlt mehr Resilienz aus und verteidigt die Werte der Föderation wie sie. Aber auch so ganz schöne Sprüche, was sie auch immer wieder gerne zitiert. Manche zitieren Aristoteles, manche Jeff Bezos, aber sie zitiert zum Beispiel gerne Captain Picard, der mal sagt, hey, wisst ihr was, ihr könnt alles richtig machen und trotzdem verlieren. Und das ist keine Schwäche, das ist das Leben. So. Sie hat leider wieder die Gouverneurswahlen 2 Jahre später verloren. Dafür aber hat sie eine Überraschungsrolle in Star Trek Discovery bekommen als Präsidentin der Vereinigten Erde. Und ein paar sagen, ja, vielleicht fand sie das sogar geiler, ja? Ja, also quasi auch ein Happy End für sie. So, aber apropos Star Trek. Welche Ministerin endet jeden Gruß, jedes Interview und jede Konferenz mit dem vulkanischen Gruß? Das ist Audrey Tang,
erste Post-Gender-Digitalministerin von Taiwan. Und sie hat wirklich keinen einfachen Job. Ja? Also erstmal fangen wir mal vielleicht damit an. Sie hat Nerd-Lebenslauf erster Güte. Also sie hat mit 8 schon programmieren können, mit 14 die Schule geschmissen, weil sie einfach unterfordert war. Mit 19 hat sie schon im Silicon Valley für verschiedene Tech-Unternehmen gearbeitet, wie zum Beispiel für Apple, nur um dann mit 33 sich so Ruhe zu setzen, um die Demokratie in Taiwan zu retten. Und genau, und das hatte sie alles gemacht für einen Stundenlohn von 1 Bitcoin. Das war damals schon viel, aber verglichen mit heute einfach der Wahnsinn, ja? So, zurück in Taiwan war sie ein Teil der Sonnenblumenbewegung, die sich für mehr Demokratie, Transparenz und gegen ein Handelsabkommen mit China eingesetzt hatte. Die waren auch wirklich sehr erfolgreich und 2 Jahre später wurde sie schon zur jüngsten Ministerin Taiwans ernannt. Und das als Digitalministerin. Und das ist wirklich echt kein easy Job, weil man muss verstehen, dass Taiwan 20 Millionen Cyberangriffe und Desinformationskampagnen täglich ausgesetzt ist. Nur um das besser einordnen zu können, Deutschland hat 15 Millionen jährlich. Also so sehr muss sich das kleine Taiwan wirklich behaupten auf der Welt. Und das ist ihr Job unter anderem. Aber die größte Challenge, die sollte erst noch kommen. Nämlich mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie. So. Und dabei setzte Audrey Tang auf 3 Prinzipien. Nämlich auf fast, fair und fun. Und wie sich das jetzt so umsetzen ließ, ganz einfach, erstmal fast, ja. Taiwan war das erste Land, was auf die Corona-Pandemie reagierte und zum Beispiel schon am 1. Januar hatten sie Flüge nach und zu Wuhan untersagt. Als ein kleiner Junge in der Schule gemobbt wurde, weil er gezwungenermaßen, die einzige Maske, die er zur Verfügung hatte, war rosa, war schon am nächsten Tag der gesamte Pressekonferenzstab von Taiwan, wirklich haben sie aus Solidarität auch rosa Masken getragen. Einfach nur so, weil sie es können. Fair. 99,9% aller Taiwanesen sind krankenversichert, aber auch alle Einwohner. Man muss nicht zwingend Staatsbürger sein. Sie haben wirklich ihr komplettes Apothekensystem innerhalb von eines Tages digitalisiert und man wusste sofort, wie viele Masken sind dort vorrätig oder wie viele Schnelltests und das im 30-Sekunden-Update. So. Und das ist jetzt das allerbeste. Fun. Es muss auch Spaß machen, ja. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Als in Taiwan fing es genauso an wie in Deutschland. Was ist als erstes passiert? Die Leute haben Klopapier gehamstert. Und zwar nicht nur wenig, sondern richtig, richtig viel, ja. Weil das Gerücht einfach aufkam, ey Leute, die brauchen das Papier für die medizinischen Masken, bald haben wir kein Papier mehr für unser Hintern. Und Taiwan hat da sofort drauf reagiert, da hat sich wirklich, und zwar mit nach dem Motto Humor over Rumor, also Humor schlägt Gerüchte quasi, ja. Und da hat sich der taiwanesische Premierminister selbst mit seinen Hintern hier zur Verfügung gestellt. Das steht so ein bisschen drauf, wir haben nur ein Gesäß, glaubt nicht den Gerüchten. Und in dieser Infografik wird erklärt, Papier für Klopapier kommt aus Südafrika, Papier für Masken aus Taiwan, Leute, kein Problem. Und dieser Post ging so viral, dass nach 1-2 Tagen die Hamsterkäufe stoppten. Und es gab dann genügend Klopapier über die ganze Zeit in Taiwan. Und das zeigt eigentlich sehr schön, dass die Leute gerne humorvollen Content teilen. Dass sie wirklich gerne rausgehen, was Lustiges zeigen wollen und nicht was Toxisches oder irgendwelche Verschwörungsmythen. Weil was Lustiges zu teilen ist immer noch am besten. Kleines anderes Beispiel, das ist das offizielle Maskottchen und der Spokesdog von Taiwan, der über die Covid-Maßnahmen informiert. Zum Beispiel 3 Shiba Inus Abstand, wenn man innerhalb von einem Haus ist oder 2 Shiba Inus Abstand, wenn man draußen ist. Und auch das haben die Leute total gern geteilt und die Message ging auf. Und das ist einfach nur mal schön so wissen, dass Humor wirklich funktionieren kann. Das ist die schönste Art der Kommunikation ist, die wir wirklich gerne teilen. Kleines Gegenbeispiel, was hat denn Deutschland gemacht? Oh, jetzt tut's gleich weh, tut mir leid, ja? Ja, 60 Millionen Euro Kampagne, null Humor, nicht wirklich schön designt, ja? Sieht aus wie ein Sanifair-Bon, was vielleicht ein bisschen daran liegen kann, dass nicht das Kreativ-Team war, sondern irgendwelche Olafe, die entschieden hatten, wie das aussehen muss, ja? Daran könnte es vielleicht gelegen haben, aber ja, das so hat Deutschland reagiert, halt mit null Humor. Und das ging auch viral übrigens, nur andersrum.
Und kurz danach ging die Impfung sogar runter, nicht hoch. Ist das nicht traurig? So, aber nochmal ganz kurz zu Audrey Tang, ja? Humor over rumor, Humor ist ein Bestandteil der Kommunikation und das hilft wirklich, Menschenleben zu retten. Und sie hat auch wirklich was ganz Schönes gesagt, wenn man wirklich diese Mittel benutzt, ja, wenn man diese Mittel benutzt, wirkt das wie eine Impfung auf die Bevölkerung und das baut dann eine Nerd-Immunity, also eine Nerd-Immunität auf. Also get it, herd immunity, Nerd-Immunity? Ganz wichtig, ja? So. Es gibt wirklich sehr, 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 sehr viele Nerds, nicht nur diese drei, ja. Aber das Wichtigste ist, jeder kann ein Nerd sein, ja. Jeder hat das Potenzial dazu, sich in ein Thema reinzubeißen. Jemand ist vielleicht schon so sehr Fan von irgendwas, dass man das einfach ins echte Leben mitnehmen will, vielleicht in seinem Berufsalltag. Deswegen seid stolz auf euren inneren Nerd, lebt ihn aus, arbeitet ihr mit Nerd zusammen, lasst sie Nerd sein, bestätigt sie darin, habt sie bitte lieb, ja, das ist auch ganz wichtig. Und jetzt nochmal ein Tipp von einem PowerPoint-Designer zum Schluss. Wenn ihr richtig schlau aussehen wollt, zitiert ihr nochmal eine Person, dann verbinden sie nämlich das Zitat mit euch und dann seid ihr selber schlau. Und das Zitat stammt dann von einer Bewerberin, die sich erfolglos für Herr der Ringe beworben hat, für eine Rolle. Nämlich von Jacinda Ardern, ehemalige Premierministerin von Neuseeland. Und sie hat gesagt, you can be a nerd, a crier, a hugger and still be a leader. Und vielen Dank. Jetzt muss ich es auch machen. Lebt lang und in Frieden. Und noch viel Spaß beim Reeperbahn-Festival. Dankeschön.